auf, Freunde, was geht? White hier und herzlich willkommen zurück. Skyl Energy Maginator am Start, Freunde. Und wir öffnen erst einmal ein paar Truhen. Ne? Sind ja ein paar gestapelt hier. Wir machen hier in Aufgaben, Freunde. Wir müssen noch in einige Sensei-Bereiche gehen. Wir müssen natürlich auch noch alles weitere holen, was wir noch so holen müssen. Ja, Freunde, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir müssen nochmal in die ganze Kapitel reingehen und dort halt, ja, die Truhen holen oder die Seelensteine, was uns noch fehlt. Ja, wir müssen das noch in gewissen Zeiten schaffen. Das wird alles nach und nach natürlich passieren. Vorher schauen wir uns aber jetzt mal die ganzen Sensei-Bereiche an. Ja, Freunde? So. Ich möchte auf jeden Fall, werde ich euch jetzt gleich zeigen, dass ich so was richtig Geiles. Das ist richtig, richtig geile Sache, Freunde, werde ich zeigen. Pass auf jetzt. Verdammtes Bein, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Hier, Freunde, ich will unbedingt, ich werde mir jetzt auch nochmal, also wenn ihr dieses Video seht, habe ich mir wahrscheinlich nochmal 2 oder 3 Kristalle gekauft. Bei Müller sind ja immer noch 20%, ja, bis zum Ende der Woche. Und da werde ich mir nochmal ein paar Kristalle holen. Denn, Freunde, es gibt einige Figuren, ja, die ich einfach nicht wegmachen möchte, wie zum Beispiel hier unseren Poseidon. Den möchte ich definitiv nicht wegmachen. Unseren Bogenschützen vom Element Schatten, Freunde, den möchte ich definitiv nicht wegmachen, ja. Dann Robby the Bot würde ich gerne behalten und so weiter und so fort. Und hier, Freunde, ich will das Babyset unbedingt haben. Mir fehlen uns leider noch die Beine. Aber dann will ich auf jeden Fall ein Baby machen. Ein Baby-Smasher will ich machen, ja. Mit so einer Keule, so ein kleines Baby mit so einer Keule, ja. Das feiere ich jetzt schon, Freunde. Ich hab's vorm Auge, Freunde. Ich hab's vorm Auge, ja. Das will ich auf jeden Fall machen. Also darauf freue ich mich extrem. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das will ich dann auf jeden Fall noch machen. Ja, Freunde, leider muss ich euch mitteilen, ich habe eine Folge gerade aufgenommen gehabt, die ist kaputt gegangen oder die, keine Ahnung, Elgato hat sie nicht abgespeichert, fragt mich nicht wieso, auf jeden Fall habe ich sie nicht gehabt. Ich war im Erdelementare, also im Erd-Sensei-Reich, habe sogar die 3 Sterne geholt. Ich werde irgendwann in einem anderen Spielstand werde ich das noch einmal nachspielen für euch, ja, jetzt nicht sofort, aber ich werde es nochmal nachspielen, wollte euch nur sagen, ich habe da die 3 Sterne geholt und am Anfang der Folge, Freunde, bin ich durch die Namen gegangen, die ich mir aufgeschrieben habe für unsere Magie-Quickshotterin, ja, die möchte ich gerne auch nochmal vorlesen, nicht, dass es in Vergessenheit gerät. So, die heißt jetzt gerade Schießerinchen, Freunde, ja, finde ich extrem cool auf jeden Fall, weil ich habe die so genannt. Weil erstmal, es ist ein weiblicher Skylander, Freunde, ja, und mir gefällt die brutalst cool, gut. Und ja, Schießerinchen, ich weiß nicht warum, aber Schießerinchen hat mir so ein bisschen am besten gefallen. Okay, die Batterien sind leer. Toll, ich kann das Ganze normal machen. Oh Mann, Alter, heute läuft gar nichts. Ich schwör's euch, heute läuft überhaupt nichts. So, ich hoffe, die Batterien halten jetzt mal ein bisschen länger hier, muss ich sagen. Ja, Freunde, also ich habe sie Schießerinchen genannt, weil ich finde einfach, der Name passt zu ihr. Ich persönlich finde es so. Und ja, ich habe mir einige Namen aufgeschrieben. Leider konnte ich natürlich nicht alle Namen aufschreiben. Wir haben wieder fast 400 verschiedene Namen gehabt. Also extrem krass von euch. Ich finde es richtig geil, wie ihr da auf jeden Fall am Start seid. Freunde, ich habe nur ein paar Namen aufgeschrieben. Zum Beispiel Sporewage, ja, also so eine Kombination aus Sporen, ja, und Wage, wahrscheinlich Wage wegen dieser Attacke hier, ja, fand ich auch extrem cool. Dann habe ich Pilzkopf Sarah, Sarah, so heißt meine Freundin, habe ich auch richtig gefeiert, muss ich sagen. Pilastia fand ich noch ganz cool, Lady Pilzshot, auch nicht schlecht, Mutter Zauberpilz, auch richtig gut, aber Mutter Zauberpilz hätte eher gepasst bei so einem, ja, Magie wahrscheinlich, also beim Zauberer, wisst ihr, wie ich meine, also da hätte ich das eher genommen. Und dann Schießerinchen natürlich. Und dann, Freunde, da hat einer, das war natürlich nur ein Spaß gewesen, aber hat jemand Tine Wittler reingeschrieben. Alter, und ich hab mich so gefeiert dafür. Ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich saß auf der Couch, ne, hab gelegen auf der Couch, hab die Kommentare durchgeblättert und hab nur Tine Wittler gelesen. Alter, ich hab mich so weggeschmissen vor Lachen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Ich hab mich gar nicht mehr eingekriegt. Sarah fragt so, was los ist. Ne? Ich sag, keine Ahnung, ich sag, da wegen Skylander Namen hat einer Tine Wittler geschrieben, ne? Sie fand das nicht lustig. Ich hab's aber übelst gefeiert, ja. So ist auf jeden Fall das Leben, Freunde. So, jetzt geben wir Gas, Freunde. Wir machen eine Hirnaufgabe.
Skylander, okay. Unten bei dem. Und wo noch? Bereit für einen weiteren Auftrag? Ja, da unten haben wir einen Auftrag und wir können in die Arena. Wir gehen in die Arena, würde ich sagen. Genau, wir gehen in die Arena, schauen uns da mal an, was wir da machen können. Und dann werden wir nachher noch in ein Sensei Elementarreich reingehen. Und dann gucken wir uns da auf jeden Fall mal an, was da los ist. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So, Sensei Reich Licht haben wir ja schon mal gemacht gehabt. Danke, dass du dich hier mit mir triffst, Skylander. Denn wir wollten ja den Seelenstein von Aurora haben. Ah, da so sieht's aus. Wieder. Okay, steigen wir einfach gleich ein, ja? Hallo Brokkoli, hallo Chili. Oh, was haben wir denn jetzt hier, ey? Ein guter Start für den Skylander. So muss man den Gegner angehen. Also ich muss es wissen, Chilbill. Was hältst du von dieser ganzen Stufenaufstieg? Ja! Käfer sind echte Plagegeister und sie. I hate Käfer! Kann die Party richtig losgehen? Die Chompies sind da. Oh, diese böse Alter, die Dreieckattacke, die ist so geil, ne? Ja! Ausrasten! Dun, dun. Die nächste Runde warten, möchte ich noch ein paar Worte. Können wir, ich will eine andere Dingens, ich will eine andere Kreisattacke haben. Aber das sind nur Magie, ne? Nehmen wir mal die. Sagen, nein, anscheinend geht es schon weiter. Oh, wieder, ey. Boah, die hasse ich am meisten. Lebenszauberknilche, boah, die habe ich gehasst in Trap Team, ne? Boah, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ey. Boah, habe ich die gehasst in Trap Team. Ekelhaft. Was ist er denn für einer? Wow! Sag mal. Was ist denn los bei euch? Ja, ich kann nicht mehr schießen. Wow, bam, wir bam. Haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Also, Broccoli Guy, würde ich dieses Skylander mit einem eindeutigen Daumen hoch. Moment, habe ich überhaupt Daumen? Wer weiß, vielleicht. Zweideutige Sache. Zwei, ganz, ganz zweideutige Sache, Activision. Ganz zweideutig. Oh, Feuerknilche. Mehrere. Noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Oh Gott, Schafe. Dicke, fette Schafe. Schafe. Ganz viele Schafe. Stinkende Schafe. Ja, nimm das hier. Wow. Ich will nicht sterben. Boah, was ist denn hier los, Alter? Auf so einer kleinen Arena, so viele Schafe, das gibt's doch gar nicht. Ah! Alter. Schön. Jetzt rein. Und Stufenaufstieg. Ja. Oh, da kommt noch mehr. Boah, nochmal. Yeah. Okay, damit hatte ich schon gerechnet. Also ich meine, die Skylander gewinnen ja eigentlich auch fast immer, oder? Ja, sie sind im Moment richtig heiß und Chill Bill weiß sehr, genau, was das heißt. Heiß wie Frinfett, Freunde, heiß wie Frinfett bin ich. Yay, Skylander, yay. Das war super. Ja. Ich habe diese Strafzeuge gar nicht verdient. Und das hast du vor einem ordentlichen Gericht des Skylands bewiesen. Danke. Das gleichzeitig auch unsere Kampfarena ist. Okay. Aber egal. Hier ist deine Belohnung. So, gib her. Gib mir bitte mal endlich die Babybeine. Bitte. Neue Beine. Ja. Vollständig. Ja. Ja! Wir haben das Baby voll. Wir können uns unser Baby-Imaginator machen. Wie cool ist das denn bitte? Warte mal, da fällt mir was ein. Da fällt mir doch mal glatt was ein. Wir haben ja hier noch den Feuerkristall.
Wir haben ja hier noch den Feuerkristall. Und da ist Smasher schon drauf. Jawohl, Alter. Ja. So, jetzt gibt's Baby. Ah ja, ja, ich habe mittlerweile auch einen Köter, hier einen Hund, einen Tiger, richtig gut. Aber ich will das Baby. Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Wo ist das Baby? Hallo? Da ist es. Was? Was? Hör auf zu reden. Du darfst nicht reden. So, Herzchen auch. Ja, sicher. Voll gut, ey. Warte mal, Ohren machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal den Körper und alles. Wir machen uns so einen Baby-Smasher. Hier, guck mal. Wie geil. Wo sind die Babyarme? Das sind die nackten Ärmchen. Nee. Wo sind denn die Babyärmchen? Oder wandert nackte Arme? Ich guck gleich nochmal eben. Doppelgurtarme? Kann das ja auch nicht gewesen sein, oder? Können auch die nackten Arme gewesen sein, aber ich werde gleich nochmal eben schauen. Beine, da oben sind die Babybeine. Genau. Voll geil! Ah, ist das geil! Alter, wie so Son Goku, Alter, direkt ein Schwanz, so, wisst ihr, wie ich meine? Ne, komm, mal weg. Ich will nur eben kurz gucken, wartet mal. Imaginate Set. Ich will mal nur eben kurz da bei dem Baby gucken. Ach, der hat gar keine Arme. Ach so. Da sind gar keine Arme bei. Ja gut, da mussten wir halt nackte Ärmchen machen, Freunde. Ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir halt nackte Ärmchen. Was soll der Geiz? Ohren? Ja, wir brauchen irgendwelche Ohren. Am besten menschliche Ohren, ne? Ohne Ohrringe, aber die gibt's anscheinend noch nicht. Finde ich echt schade. Gut, machen wir halt welche mit Ohrringe. Es gibt ja wirklich Eltern, die knallen dem einjährigen Baby schon Ohrringe ins Ohr. Kein Mensch weiß wieso. Mein Gott, Alter, er haut sich richtig auf der Brust, das Baby. Guck mal! Ah, das ist so geil, ey. Kopfbedecke, wo ist? Da ist die Babyschleife. Nein, wir können sie doch nicht drauf machen, nein. Schade. Dann machen wir eben das hier. Warte mal, wir steigen gleich sofort auf. Wir geben gleich sofort Gas. Ja, und die Babyflasche. Wo ist die Babyflasche? Reiseflasche. Ja, benötigt auch Stufe 2. Das geht gleich ganz schnell, Freunde. Das geht gleich ganz, ganz schnell. Ich schwör's euch. Oh, ist das geil. Oh, Mann. Oh, Mann, das ist so... Warum ist denn jetzt die Keule so klein? Ey, mach die Keule wieder größer. Was soll der Geiz? Ne, warte mal. Ich will schon so ein Baby haben. Ne, warte mal. Ich ändere jetzt aber hier noch die Farben. Also ich will dann, wenn schon auch die... Was ist das denn hier für eine Farbe? Wo kommt die denn her? Ach, da ist die, okay. Ey, wenn schon, dann will ich auch eine vernünftige Hautfarbe haben und nicht wie so ein Höhlenmensch. Wisst ihr, wie ich meine? Alter, wir brauchen so richtig schöne babyblaue Augen. So, ja. Und das hier weiß. Ja, genau so, ey. Voll gut, ey. Ich feiere das so hart. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ey. Oh, ist das geil. Ey, wie so ein Höhlenbaby, ey. Mein Gott, ist das cool. So. Kräfte, ja. Wir können ja mal gucken. Machen wir mal das hier. Ne, da lassen wir erstmal so Persönlichkeit. So, das ist Little. Ne, Little. Leertaste. Poops. Da ist Little Poops Whitey. Geht das? Yo, Little Poops. Alter, was laberst du denn da? Winzi. Wer wagt, kriegt Feuer. Wer wagt, kriegt Feuer. Wer wagt,
Der Wagen. Man muss der ja schon was nehmen, was man nicht versteht, ne? Wer wagt, kriegt Feuer. Mein Gott. Wer wagt, kriegt Feuer. Ja, so. Aber nicht wer wagt, kriegt Feuer. Ich liebe, kann er jetzt nicht stehen, ich liebe Papa oder so? Ja, das wäre etwas so, warte mal, Musik. Ja! Das Pupsbaby! Wir brauchen irgendwie so eine Kindermusik, so gibt's nicht, ne? Schade. Voll gut, Alter. Ey, richtig gut. Das Baby ist leider immer noch zu groß in meinen Augen. Guck mal, wie klein! Überraschungsangriff! Guck mal, das siehst du gar nicht, ey. Nein, ist das cool. Hau drauf, Little Poops! Jawoll, richtig gut. Jetzt können wir vielleicht schon mal Haare geben. Ey, richtig geil. Boah, ausrasten, Alter. Richtig krass, ey. Mein Gott, ist das geil. Stufenaufstieg. Jawoll, super. Stufenaufstieg, jetzt können wir ihm schon mal die Babyflasche geben, jetzt können wir ihm die Haare geben, ey, richtig gut. Eine Kiste voller Ausrüstung, die für dich von Interesse sein könnte. Ja, geh mal her. Gucken, was wir Schönes drin haben. Eberwahn, natürlich, okay. Voll geil mit dem Pups, nicht? Oh, ich finde das zu geil. Wir müssen ja schon eine stärkere Waffe nehmen. Ey, hier so ein Hammer, der ist geil. Ich würde natürlich den Hammer gerne farblich ändern. Es geht leider nicht, aber ist egal. So ist okay erstmal. Da sind die Babyhaare. Nein, guck mal. Wie geil. Ja, rein theoretisch könnte man jetzt sagen, wir müssen das hier nehmen. Aber nein, Freunde, wir nehmen das hier. Wir machen es einfach, weil es so ist. Brauchen irgendwas so spielzeugmäßiges so. Na, guck mal hier, so die Oktopusse. So, jetzt aber für die Beine, ne? Ein bisschen Tempo und so natürlich erhöhen. So, jetzt hat die Babyflasche. Wo ist sie? Da ist sie. Guck mal! Ah, das ist so geil! Ah, das ist richtig geil! Okay. Mein Gott, ist das geil, ey. Okay. So. Alles klar. Ja. So, wir haben unser Baby Little Poops Whitey gemacht. Jetzt gehen wir ganz gepflegt in eine Sensei. In ein Sensei-Reich rein. Mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Set-Teil gefunden. Ach so, Feuer. Ach ja, klar. Feuertänzer, wahrscheinlich jetzt von den Feuerdingern. Set vollständig. Okay, alles klar. So. Hör mal, wie der pupst, ey. Das ist so geil, ey. Little Poops Whitey. So, sollen wir mal hier reingehen, Freunde? Komm, wir gehen mal hier rein. Das gönnen wir uns, das lassen wir uns nicht nehmen. Wir schauen uns das Lebens-Sensei-Reich an. Genau.
Sensei lebensreich. So, wir bekommen eine ultimative Waffe, Sammelklopper. Mal gucken, was hier so auf uns wartet. Bin mal sehr gespannt, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sei gegrüßt, Skywesen. Schön, dass du unsere Heimat besuchst. Wie du vielleicht weißt, teilen wir uns dieses Gebiet mit den Schafen. Und wie du vielleicht ebenso weißt, haben die Schafe ein großes Problem. Das hast du wahrscheinlich nicht gewusst. Denn eine Bande fieser Ratten hat eine Fehde mit den Schafen begonnen und unser Land überrannt. Ja, und wenn du die Samen hier nimmst und sie in diese Beete hier pflanzt, wird etwas Gutes passieren, das weiß ich. Genauer gesagt, es gibt dir die Chance, die Ratten zu besiegen. Viel Glück. Danke. So, Little Poops kommt wieder. Versteht sowieso kein Mensch, was das Baby sagt, aber das ist auch nicht so schlimm. So, wir schon besiegen die versteckten Gegner. Okay, 6 Stück müssen wir besiegen, alles klar. Lieben Skylander sind hier stärker. Ja, bin ich nicht. Na du Schaf, da du Ekelschaf. So, gib mir weitere Eicheln hier. Zack, zack, lass knallen. So, 5 Stück können wir nehmen. Sehr gut. Komm schon, die ersten Gegner sind aber bestimmt nicht die, die wir suchen müssen. So, ich brauche weitere Eichel, Leute. Los, lass knacken. Ach, guck mal, hier sind auch Eicheln. Hab ich gar nicht gesehen. So, haben wir es jetzt geschafft? Ich glaube ja. Ach doch, das sind doch... Ach, die Viecher müssen wir kaputt machen. Okay. Gut, haben wir. So, wir nehmen schon mal eine Eichel vorsichtshalber mit, falls wir es da eine benötigen. Glückwunsch, Skywesen! Du hast gerade deine erste Schafkanone wachsen lassen. Okay. Und jetzt leg los. Was muss ich denn tun? Muss ich damit jetzt schießen, ja? Ja, da knallen wir da mal. Skywesen, seid die Besten! Das ist ja fast wie Angry Birds, ey. Allerlieb. Schieß noch ein paar mehr Schafe auf die Festung. Schieß weiter Schafe, Skywesen. Warum? Ich hab's doch schon geschafft. Bleib doch mal locker, du alter Käfer. Immer ruhig bleiben. Um die Hüfte. Dann klappt das schon. Hallo. Na du Schaf. Ah, sehr cool. So kommen wir nämlich zu anderen Bereichen. Okay, dann machen wir gleich weiter. Hier müssen wir erstmal eine Schafkanone bauen. Oh ja, eine fette Ratte, ne? Bei dir aber ekelhaft, die fette Ratte. Und die Festung ist hinüber. Ach so, okay. Das hilft aber nicht, oder? Nö, okay. Komme ich da trotzdem durch? Natürlich nicht, warum auch? Nehmen wir uns so eine Eichel mit.
Oh, jetzt aber schnell, Baby. Little Poops. So, da ist das Trollradio. Ah, du fette Ratte. Da ist ein Seelenstein. Von? Das wird Ihnen eine Lektion sein. Von wem? Vom Chompy Mage. Okay. Hier ist also der Chompy Mage Seelenstein. Ich war der Meinung, ich hab dir den schon gehabt. So muss das laufen. Jawohl. Jawohl. Schauen wir uns gerne an, auf jeden Fall. Chompy Mädchen hätte ich auch gerne. Ja, mit seiner wunderbaren Kanone, den hätte ich gerne, muss ich echt sagen. So, ich hole mir nochmal eine Eichel. Warum, werde ich euch jetzt sagen. Weil da hinten ja nochmal so ein Eichelbereich war. Und ich will auf jeden Fall, ja, die Eichel dahin eingesetzt haben. Weil sonst verpasse ich bestimmt irgendwas. Und wer weiß, was hier drin ist. Seht ihr? Eine Kanone. Au! Cool. So, ein Schalter natürlich. So, nehmen wir uns noch ein paar Eicheln mit. Denn wir müssen jetzt einmal hier runter. Hallo nochmal, Skywesen. Es sind immer noch ein paar Ratten. Ja, ich weiß, ich kümmere mich da drum. Bleib mal locker. Ein Baby ist kein alter Mann. So, da sind die Ratten, ne? Da hinten sitzt sie doch schon, das fette, ekelhafte, fette Vieh. Da ist sie nämlich. Und da hinten ist so, den mach ich erstmal kaputt hier, den Affen. Krepier. Und die Festung ist hinüber. Das wird Ihnen eine Lektion sein. Oh ja. Ey, da fehlen ja immer noch welche, gibt's doch gar nicht. Wow! Wo kommt er denn her? Eine Schatzkiste. Wunderbar. So. Setzen wir mal alle drei Eicheln ein. Ja, natürlich kommt da ein Kaktus raus. Natürlich. Aber hier ist Little Poops Whitey, Alter. Ja. Keiner lächelt sie mit mir an. So, wir brauchen immer noch zwei Ratten. Wo sind die Mistviecher? Andere Seite eventuell. Die Frage ist, was habe ich übersehen? Ich würde mal ganz gepflegt behaupten, gar nichts, aber irgendwas muss ich ja übersehen haben. Ja, dann gehe ich nochmal hier auf die andere Seite rüber. Irgendwas werde ich ja wohl übersehen haben. Ich weiß nur noch nicht genau was. Ah, hier, okay. Und hier ist bestimmt die Kanone drin. Ne, da ist die Kanone. Da ist die Imaginei-Kiste. Los, Little Poops. Und, was sagen, kriegen wir Schönes? Ein Prügelschlinger. Ist das ein Schinken oder eine Keule anscheinend?
So, wir müssen uns darüber feuern, denn da vorne wartet ja schon die Mauer. Zack, genau. So, ich wechsle mal den Skylander. Ich nehme dich. Legendary Tri-Tip. So, eine Nuss haben wir noch. Ah, okay, da vorne ist irgendwas. Ach so, die fette Ratte hat Schutz da hinten, das fette, ekelhafte Vieh. Ihr Skywesen seid die Besten. Und die Festung ist hinüber. So, finde den Sch... Schön. Ja, da geht's, glaube ich, weiter. Deswegen werde ich jetzt mal eben schnell da vorne einmal schauen, ob ich da noch irgendetwas holen kann, reißen kann. Ach, da habe ich gar nicht gesehen. Da ist ja eine Schatzkiste. Okay. Gut zu wissen. Die öffnen wir natürlich sofort auch mal. Klasse. Wie können wir ein Selfie machen? Mit einem Königsschaf. Okay. Auch nicht schlecht. So. Super. So, dann haben wir den Platz natürlich dann auch erledigt. Da unten komme ich nicht hin. So, dann laufen wir mal weiter. Kommt das Vieh denn auf einmal her? Hoch mit der Treppe! Würde ich noch eine Eichel bekommen? Gerne noch eine. Danke. Hier gibt es nichts. Okay, wir müssen also wieder mit der Kanone spielen, denn da vorne sitzen schon mehr die hässlichen Fett-Ekelratten. Ja, ekelhaft. Hopp, du Ekelvieh, du dahin, du hässlicher Kaktus. So, man muss ja ein bisschen vorarbeiten. Schieß noch ein paar mehr Schafe auf die Festung. Allerlieb! Hm, wie komme ich da drauf? Ja. Oh, so nicht. Wahrscheinlich von oben nach unten, okay. Ich bin so nett und pflanz dich und du kommst da raus und willst mich kaputt machen. So, der läuft mir gerade ein wenig zu langsam, der Gute, deswegen wechseln wir. Spiel, gib mir Eicheln. Gib mir mehr Eicheln. Gib mir noch mehr Eicheln. Eine nehme ich noch. Danke. Oh ja. Oh ja. Die Rattenfesten gehören uns. Hurra! Wehe! Stopp! Wir sind hier noch nicht fertig. Jawohl!
kümmere dich mal im Drumgeschütz. Danke. So. 1, 2, 3, 4. Oh, ist das geil, wenn man jetzt geschützt hat. Das ist so gut, ne? Eine Imaginar-Kiste. Lebenselementar. Und... neue Wächterwaffe. Den Samenklopper. Samenklopper. Geil. Level abgeschlossen. Sehr, sehr cool. Hoffentlich haben wir alles geschafft. Haben wir. 100%. Ja, was eine Ausbeute. Richtig gut, oder nicht? Finde ich richtig gut. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Cool. Ja, Freunde, haben wir das auch abgeschlossen, würde ich sagen. Passt doch sehr, sehr gut alles. Enthält Vogelmann-Set, genau. Ja, das Hirn hat weitere Aufgaben für uns. Das werden wir natürlich später noch machen. Da müssen wir auch noch rein. Genau. So, ich lasse mich mal eben schnell zurückschießen, denn ich wollte einmal noch die Kisten da öffnen, die wir da noch jetzt bekommen haben gerade. Sind ja, glaube ich, ein paar, ne? Ja, sag ich doch. So, schauen wir mal, was wir kriegen. Für ein Trollradio haben wir einen bekommen. Insulaner natürlich. Set-Teil gefunden. Okay, Amazonjägerin haben wir jetzt auch bald fertig. Ein Holzspalter. Eine Ritterwaffe. Ist der Bescheid. Neuer Set-Teil gefunden. Feuerwehrbeinschienen. Okay. Sehr, sehr cool. So, haben wir irgendwas hier abgeschlossen? Bonusmäßige Ziele? Da unten? Ah ja, okay. Öffnen wir auch noch eben schnell. Öffnen wir auch noch eben schnell. Du kannst mich neu bauen. Besser, stärker, schneller. Nein, du bleibst so, wie du bist. So, Federschwanz. So, Freunde, das war's von mir. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Und peace. Zopfkopf. Okay. Gut, Aufgabe erledigt, Freunde. Sehr gut, ja. Wir gehen jetzt in ein Sensei-Elementarreich. Ich weiß zwar noch nicht, in welches, aber das, was mir jetzt als erstes ins Auge springt, das werde ich mir dann auch anschauen, würde ich sagen. Also das, was mir jetzt ins Auge springt, da unten ist ein Technologie-Raum.